nee, no. Nee, nee, nee. Hunde. So, ich weiß jetzt tatsächlich. Oh nein, Alter. Oh nein. Oh. Antoine Emile aus Saint-Malo. Ja, jetzt wirklich eine Menge Franzosen erwischt, glaube ich. Nee, Alter. Nee. Ja, tut mir leid, dann kennst du so Zusammenzucker, aber das ist halt wirklich. Ah, da ist er. Warte, doch mal, wer ist denn das? Das ist jetzt so ein. Das ist einer von den Amputierten, wa? Ja, genau. Genau wie er hier. Oh, der wollte auferstehen. Oh, aus Ruinen. So heißt also, bei Licht bewegt er sich nicht. Nö. Das ist immer ziemlich egal. Das ist immer ziemlich Latte. Kann ich hier hoch? Nein, kann ich nicht. Natürlich. Ist ja klar. So, wenn ich Glück habe, ist er einfach nur sehr langsam. Okay, er bewegt sich nicht. Im Licht. Na komm her, mein Hübscher. Ah, komm ja hier nicht vorbei. Ja, heiße Knackarsch. Scheiße. Interessiert sich eigentlich für mich, wa? Doch, doch, jetzt ja, schön. Schön, jetzt ja. So, aber Gott sei Dank scheint sie noch nicht so schnell zu sein. Ach, scheiße. Aber er hat seine Kumpels anscheinend gerufen. Ja, er hat seine Kumpels gerufen. Na, folgt mich aber. Na, folgt mich aber. Ah. Noch so einer. Ah. Ah. Hau ab. Ist eine Leiter? Nee, ist keine Leiter. Scheiße. Oh, ist das der Kommandostand? Jeder mal da hoch. Los. Jeder durch. Scheiße, Gasmaske. Oh, ist das neben mir? Ist das neben mir? So eine Scheiße! So, Karl! Ach, Karl, ich hat's hier unten hoch erwischt. So eine Scheiße. Ah, Camille Javet, aus Herblon. Oder so, Herblé, keine Ahnung. So, Mundraub. Karwitz, Iwert und ich haben die eiserne Ration satt. Die Lieblinge des Leutnants bekommen alles, was sie wollen. Jetzt holen wir uns auch einfach klammheimlich, was uns zusteht. Korn, Obst, Brand und Tabak. Unsere Beute verstecken wir im alten Schacht. Niemand traut sich darunter. Wir haben keine Angst mehr. Nicht vor dem Leutnant und nicht vor dem Schacht. Bald ist eh alles vorbei. LL. Der lustige Ludwig war das bestimmt. So, im Schacht. Na, ist ja toll, Alter. Okay, da jetzt hoch. Was ist das hier? Jasper Kaplan. Oh, aus Poitiers. So. So, frage mich, wo ist jetzt der Schacht? Man konnte ja da hoch. Okay. So, Gaspard Hubert aus Itron. Itres, Istres. Keine Ahnung. Okay, man kann hier einfach durch, das ist auch schön. Gut, dann hoch mit mir. Oh, das ist das der Schacht. Oh no. Oh no. Schlafplätze. Oh, ich bin noch hundertprozentig hier nicht alleine. Mal kurz
safen. Stück Leberwurst mitnehmen hier, in der Büchse. Savam, Alter. Norden, okay, wahrscheinlich ist der Süden, Westen, Osten, Norden. Wahrscheinlich wird der, ach guck mal, hier hat sich doch der, vielleicht war doch unser Bruder, der sich hier verschanzt hat, ne? Den die Augen ausgestochen worden sind von dem Vieh. Der sich dann selbst schon so ein bisschen an den Augen ruminiert hat. Liste von Platten. Achso, hatten wir auch. Hatten wir. So, dann können wir. So, hier können wir uns da durchschneiden. So, was haben wir denn hier leckert? Guck mal, so ein Schweinebein. Wunderbar. Sonderbehandlung. Das Schlimmste ist, dass sie uns auch Bier und Tabak gestrichen haben. Warum habe ich dann aber fromm und eigener beim Trinken gesehen? Die Lieblinge unseres hochwohlgeborenen Leutnants von Schmidt erhalten eine Sonderbehandlung. Herrgott, wie ich ihn hasse. Ja, Georg Letzlaff, Retzlaff, Schimmhof, Regenwalde. Mehlsuppe. Kann man nicht mal verifizieren, ob das schmeckt? Kann man nicht mal zusammenkochen? Mehlsuppe, Alter. Letzte aber auf Mehlsuppe ist auch nicht geil irgendwie. Uah. Eiserne Ration. Vor kurzem kam die Order von Bubi, dass unsere Rationen stark reduziert werden. Statt dem täglichen Leibbrot gibt es jetzt nur noch Zwieback und Dosenfleisch. Leberwurst. Zwei Kartoffeln, Steckrüben oder sonstiges Gemüse mehr. Bald sollen wir sicher nur noch von den Diebesgaben aus der Heimat leben. Ja, genau. Ach, scheiße. Das ist ja gleich vor Wut im Messer hier durchgestochen durch die Nachricht. Okay, so, dann schauen wir mal weiter. So, nochmal. Anton Schmetthans, Eisenbergen in Minden. Allein an uns. Jawohl. Wenn wir mehr wie ihn gehabt hätten. Absolut, Herr Kommandant. Ja, er hat das Zeug zum Offizier. Material für meine Flugstaffel. Sie können sich auf mich verlassen. Jawohl, Herr Kommandant. Okay, das wird wahrscheinlich unser Bruder, wird damit gemeint sein. Und hier vorne ist ein Gewehr, das würde ich gerne haben. Das will ich haben. So. Ist offen? Aber hallo, wer sind Sie? Kling, kling, kling. Hallo? Guter Mann? Ach, das ist ja hier, Mensch, der hier sich die Augen... Verstehst du? Der ist das Flugzeug. Da bist du ja, Soldat. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Ja, da bin ich. Du hast dem großen Saboteur das Handwerk gelegt. So ist es. Die Waffenproduktion ist wieder angelaufen. Ja. Steh bequem, Kamerad. Deine Zuverlässigkeit und dein Ehrgeiz zeichnen dich aus. Mir ist es endlich gelungen, Kontakt zur Heeresführung herzustellen. Allerdings... Ich sage dir das nicht gerne. Wir sind auf uns allein gestellt. Deserteure und Verräter in der Heimat treiben uns einen Dolch in den Rücken. Sie wollen den Kaiser und die oberste Heeresleitung zur Kapitulation zwingen. Diese Feiglinge haben keine Ahnung, was hier an der Front vor sich geht. Hier werden überrannt. Vielleicht waren es sogar diese Vaterlandsverräter, die all diese Missgeburten gegen uns gehetzt haben, die unsere Gräben verseuchen. Ja, schon. Der Feind greift jetzt sogar aus der Luft an. Ausgerechnet. Es hasst das Licht. Ich konnte es mit Flakscheinwerfern blenden. Dann hat es mit seinem Schrei einen Kurzschluss ausgelöst. Sicherung, Kabel. Alles ausgemacht. Diese
wird nicht an unseren Grenzen Halt machen. Wenn wir die Waffen schreiben, wird er über das Vaterland herfallen. Weltenbrand. Alles, wofür wir jemals gekämpft haben, wäre verloren. Der Kaiser und die oberste Heeresleitung, sie wissen von uns. Sie zählen auf uns. An Bord meines Flugzeugs befindet sich technisches Gerät. Unter anderem Sicherungen. Draußen, im Niemandsland. Ja. Stillgestanden, Soldat! Kämpf dich zum Flugzeugwrack im Besten vor. Sichere das Material. Die Sicherung für den Flakscheinwerfer. Blenden wir dieses Ungetüm. Ich gebe dir von dort oben Rückendeckung. Ich sehe mittlerweile wieder sehr klar. Ich werde ein Auge auf dich haben. Und dann... Dann... werden wir ein reinigendes Feuer sein. Alter, sieht nicht so aus, als wenn er auf irgendwas ein Auge werfen kann. Und uns den Weg nach Hause verdienen. Ohne Schwanken. Ohne Zögern. Für die Freiheit und das Vaterland. Ja. Wegtreten, Soldat. So, Funkbefehl bei Reinhalten. Diensthabender Funker, Unteroffizier Johannes von Schmidt. Datum 10. September 1917. Achtung, streng vertraulicher Order an den diensthabenden Offizier. Der Druck auf unsere Truppen und unsere Heimat wächst. Folglich müssen wir auch den Druck erhöhen. Jedes Zögern kann uns den Sieg kosten. Halten Sie sich bereit für weitere Befehle. Oberheeresleitung. Wahrscheinlich. So, was ist mit der Karte? Die wollte ich mir angucken. Da, hier, da, die mit Kreis. So, vor allen Dingen ist er mit meinem Gewehr weggegangen. Alter, das ist nicht akzeptabel. So, dann wollen wir uns mal auf nach Westen machen. Schön. Kann ich aber nicht. Achso, warte mal. Wahrscheinlich muss ich warten, bis er weg ist. Ja, jetzt, genau, jetzt geht's. Jetzt kann ich mich durchzwängen. Ah, ein Schlüssel. Du hast den Heldenwegschlüssel gefunden. Das ist aber schön. So, wie sieht's aus? Dein Tisch. Du bist zurück. Mein Tisch? Ich denke, ich bin nur ein kleiner Funker. So, ist er da jetzt hoch? Wahrscheinlich, warte mal. Guck mal kurz hier, ob ich noch irgendwas finde. Wo der Knirsch hier. Warte mal, der stand doch hier. Sollte doch hier. Funkbefehl, Scheinwerfer. Diensthabender Funker, Unteroffizier. Achtung, streng vertrauliche Order an den diensthabenden Offizier. Ab sofort sind sämtliche Suchscheinwerfer unserer Flugzeuge Flugabwehrmanik an ein elektronisches System gekoppelt. Hierbei handelt es sich um äußerst sensibles Kriegsmaterial. Für den Einsatz ist eine durchgängige Stromversorgung dringend zu gewährleisten. Sämtliche Feldabschnitte zur Versorgung sind vor feindlichen Zugriff und Sabotage zu schützen. Oberheeresleitung. Dein Telegraph 27 wartet auf deinen Befehl. Direkte Verbindung zur Heeresleitung. Na denn, send Nudes. Ja, so, okay, alles klar. Na denn, auf geht's. Den wollen wir mal. Geh doch mal durch. Dankeschön. Bin zu groß. Nein, geht da nicht hoch? Macht er nicht. Okay, gut, dann müssen wir jetzt irgendwo quasi hier um die Ecke, war glaube ich eine Tür. Da, auf nach Westen. Hier ist der Heldenweg. Das ist der Weg. Jetzt als Held, der ich bin, nicht, würde ich mich jetzt aufmachen, die Sicherung aus dem Wrack zu bergen. Oh, hier muss ich wieder leise sein. Sonst bekommen wir wieder die Beknackten an die Rand. Nee. Also ich muss schon, das Spiel ist schon wirklich heftig irgendwie, ne? So von dem Gezeigten. Sehr explizit. Heldenweg. Was? Rattennest. So, wenn ich irgendwie mal so eine Übersicht über die Karte, also über die Gräben hätte, das wäre schon eine geile Sache. Achtung, Feinfeuer. Also er ist ja irgendwie auf der Schlammweg. Er ist ja irgendwie auf dem freien Feld runtergeholt worden. Mit seinem Flieger. Und ich weiß, dass das Ding da noch irgendwo lag. So, das könnte hier zum Beispiel sein.
Hoffen wir mal das Beste. Und kicken nicht, dass mir jetzt wieder die Kugeln um die Ohren fliegen. Ja, das war hier. Da liegt er. So, okay, muss ich jetzt erstmal nochmal freiknipsen. Logisch. Was das Schlachtfeld einmal hat, gibt es nicht wieder her. So, wunderbar. Ein paar Knöpfe, ein Lappen und ein bisschen Draht und eine Sicherung. Ich fasse mal. Und drei Schrauben. Irgendwie. Das ist einfach so ein Karton von so einem. Oh, hey, hey, hey. Okay. Was ist das denn? Scheiße, was ist denn das? Fatal Error, Alter. Okay, okay, mir ist gerade das Game gecrashed. Das ist ja krass. Wahrscheinlich lässt er mich jetzt da raus, als ich jetzt gerade hier mit dem Blinden gequatscht habe. Das wäre cool. Bitte. Alter, wo bin ich? Wo bin ich? Was? Wo bin ich denn jetzt? Was? Ach, ja. So, er läuft ja nicht hoch. Das ist ihm zu viel. Die möchte er nicht hochlaufen. So, aber hier. So, dann geht's also hier lang. So, dann lass mich mal kurz mal in den Rucksack schauen. Haben wir die... Hä? Okay, scheinbar müssen wir jetzt erst wieder in diesen Bunker runter. Was zur Hölle, Mann, wo sind wir denn jetzt, Alter? Was ist denn das für ein Scheiß? So, Schlüssel vom Heldenweg. Oder ist das jetzt, Moment mal, oder ist das jetzt, nimmt er das jetzt doch als Punkt irgendwie, als wenn uns jetzt die Harpie irgendwo hingeschleppt hätte? Ist das quasi der Punkt, wo die uns quasi hingeschleppt hat? Ja, ist es. Ja, ich würde denken, ja. Ja, okay, alles klar. 27. Ist ein bisschen komisch. Mit Sitzen. Was denn? Oh, schön bitte. Hey, hey, hey. Ohne sowas. Mit Sitzen. Ist aber auch geil, Alter. So, ich weiß, ich müsste wahrscheinlich... Oh, hallo, Flakgeschütz. Ja, damit habe ich doch richtig Lust zu spielen. So, was sagt die Mission? Moment mal. Durchquere den alten Schacht. Hm. Was ist denn los? Was ist denn hier los? Jetzt alle überall bloß an 27. Okay. Okay. Ich kann es auch nicht durchschneiden. Schmerz. Okay, also der Cut ist schon, ist jetzt, der Cut ist schon strange gerade. Aber gut. Oh, hier ist aber viel. Hier ist aber viel Stacheldraht, mein Freund. Hier ist, Hallo. Ja? Hallo. Ja, ist doch gut. Wo bist du, Soldat?
Ah, Mist, hat er nicht genommen, oder was? Sollst doch den in der Mitte nehmen. Ein wahrer Held, genau. Den gottverdammten Krieg beenden. Nur du. Das weiß sogar die oberste Heeresleitung. Sonst wärst du nicht hier. Ganz bestimmt. Du mich hörst. Hallo. Hüte dich. Vergiss nicht. Wir haben auf unserem Dachboden ganz viele Vogelkäfige gefunden, die alle kaputt waren. Und ich glaube, in einem Brief war ja stand geschrieben, dass... Wie war denn das? Hat unser Opa oder unser Vater irgendwie die Vögel verhungern lassen? Ah, bring's jetzt, ich glaube, es kann nur sein, dass ich es durcheinander bringe. Ach je. Ach, nicht doch. Ich beeil mich mal lieber. Wer weiß. Who knows? Ach. Vorsicht von den Tauben. Nutze deine Taschenlampe, um sie zu verscheuchen. Ja, warum denn? Wo sind die kleinen fliegenden Ratten? Ugh. Das war eine Menge Vogelscheiße hier doch, ey. So, also ich bin wirklich echt gespannt, auf was das jetzt hinauslaufen soll irgendwie, weil ich immer noch sehr, sehr viele Fragen habe. Zum Beispiel, wer hat diese Zeitung hier? Ich will nicht, dass er geht. Ich muss? Nein, ich will, verstehst du? Für unsere Freiheit. Der Krieg begann mit der Mobilmachung. Johannes durfte als Held an die Front ziehen. Doch dich ließen sie nicht. Wenn nur Paul alt genug wäre, war aus ihm ein richtiger Soldat. Was? Sind wir vielleicht ja nicht Johannes? Sind wir vielleicht Paul die ganze Zeit? Ich werfe hier wirklich mit den wüstesten Theorien um mich, ey. Das ist aber geil, dass die Fehler nur so aufspringen. Schön, cool gemacht, cool gemacht. So, okay, Leiter hoch. Kletter ich jetzt wieder da hoch, wo ich gerade runtergesprungen bin? Kann das sein? Wenn ja, wäre doof. Okay, warte mal. Was passiert denn, wenn mich die... Ja, und nun? Ein paar Taubeneier holen? Kann ich hier hochklettern? Nee, kann ich wahrscheinlich nicht. So, hier ist lang. Oh, das ist ja ein schöner Weg, Alter. Das ist ja ein schöner Weg.
So für Gleichgewichtsfreunde wie mich total tollste mit Höhenangst-Kombination. Wunderbar, schön. So, hier haben wir ein paar Stiefel. Was hast du denn erwartet? Du glaubst wohl, Rang ist alles. Sie haben dir Respekt zu zollen. Endlich durftest du zeigen, was du kannst. Bist als Leutnant an die Front. Hä? Dich haben sie ausgelacht. Warum nicht ihn? Also ich finde, meine Theorie verhärtet sich immer mehr, dass wir ja nicht Johannes sind. Deswegen wollten sie uns wahrscheinlich auch... Deswegen hat die Mutter auch gesagt, ach, na, wäre doch schön, wenn, ne, dann sollen sie doch lieber den Paul nehmen. Würde ich jetzt mal so vorsichtig behaupten. Und Johannes ist zurückgekommen, wir nicht. Oh, scheiße. Hau ab, kleine Ratte. So. So, ist ja ein Traum für jeden Ornithologen hier. Die Bauart. Das ist hier ein Stück Zahnpasta. Das ist an die Farbe. Wunderbar. Okay, wir folgen. Ah, guck mal. Dem Flow der Feder. So, Leute, ich glaube, das Ende ist kurz bevor. Also, das Ende steht kurz bevor. Die Sätze sind heute wieder ultra deluxe. Das Ende ist kurz bevor. So, und hier haben wir nochmal ein schönes Nest. Wunderbar. Zeitung kann ich verstehen. Achso, ja, genau. Das ist nicht mein Sohn. Hörst du? Das ist er nicht. Boah, mit so einem Embryo drin. Hatte Mutter recht? Hatte sich ein Kuckuck eingeschlichen, als du fort warst? Was geschieht hier? Er spricht nicht. Er starrt Ich glaube, die haben einen Heidenspaß gehabt, als sie das Setting hier zusammengeschraubt haben. So. Oh, nee, echt jetzt? Das ist doch scheiße. So eine Prince of Persia Einlage hier. So, okay, jetzt ziehen wir weg hier den Scheiß. Okay. Na, los, durch. Dankeschön. Oh. Und hier haben wir, warte mal, speichern wir. Sehr schön. So, dann schnippeln wir mal den vierten frei. Und hier ist was drin. Mein Sohn. Ich will meinen Sohn. Schere. Was auch immer für eine Kreatur auf dem Dachboden hockt, sie hat es verdient zu leiden. Aber was wenn? Was ist denn hier passiert, Mann? Nein! Sie glauben, dass er es nicht ist.
krass, dadurch, dass sich diese Welt komplett so verändert ständig. Und irgendwas erinnert mich das. Ein Horrorfilm. Oder welcher? Jetzt schon so ein bisschen. Ach, jetzt mal Gasmaske aufsetzen. Alter. Ist ja gar nichts mehr hier. Oh, Silent Hill. Ja, Silent Hill kann sein. Irgendwie auch so durch die Ketten, also so Hellraiser Inspiration. Uah, hm? Okay. War gerade eine Taube? Uiuiui. Will ich runterfallen?